Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Normalerweise hasse ich Sonntage. Sie sind langweilig. Man kann nichts machen. Und man weiß, man kann auch nicht lange wach bleiben. Denn man muss ja am Montag wieder zur Arbeit oder zur Schule. Und ja. Aber diesen Sonntag habe ich doch tatsächlich mal was vor. Und zwar fahre ich zum MPS nach Rastede. They came after me with lots of fantasy. Und da treffen wir noch ein paar Freunde von Aldertown Gaming. Was das ist, erkläre ich euch später. Aber was ist denn jetzt überhaupt das MPS? Für diejenigen, die das nicht wissen, erkläre ich das gerne. Das MPS ist ein Mittelalterfest, wo man halt, ja, wie es der Name schon sagt quasi, so ein paar, es ist auch so eine Art Mittelaltermarkt. Da treten auch Bands auf, wie ich gesehen habe. Und zum Beispiel Saltatio Mortis hatte ich gesehen. Die waren gestern da, heute leider nicht. Aber Schandmaui waren auch da, sind auch heute, glaube ich, da. Ja, ich mag ja generell das Thema Mittelalter, mich interessiert. Also ich spiele auch gerne Spiele, die das Thema Mittelalter haben. Ja, dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, Abfahrt, würde ich sagen, ne? Toss a coin to your witcher. So, nun ein kurzer Halt mal an der Raststätte. Und ja, ich hatte euch ja gesagt, dass ich euch noch erklären werde, was Aldertown Gaming überhaupt ist. Wie ihr wisst, streame ich ja auch. Und ich gehöre zu einer Streaming-Gemeinschaft, sagen wir mal. Und das ist, die nennt sich halt eben Aldertown Gaming. Wir bestehen aus 4 Leuten. Das ist der Fafa, der Fofi und der Siglave. Ja, und ich halt eben, ne? Also 4 Leute. Und ja, wir sind alle eigenständige Streamer natürlich. Aber die Gemeinschaft ist halt dazu da, weil wir halt auch 4 Freunde sind. Und ja, wir supporten uns gegenseitig und geben uns Tipps, was kann man wie machen, was kann man vielleicht besser machen. Und was ist cool gelaufen und so, ne? Wie das halt immer so in der Gemeinschaft ist. Und ja, das ist Aldertown Gaming auf jeden Fall. Und nicht nur, dass wir heute zum MPS fahren, zum Mittelaltermarkt, sondern da wartet nämlich auch noch was Schönes auf mich. Denn wir von Aldertown Gaming haben nämlich auch eine Challenge gemacht. Der liebe Fafa hat uns Jungs herausgefordert zu Super Mario World. Und diese Challenge, die lief Anfang Mai. Na, viele wissen das vielleicht auch, manche waren noch dabei. Und eben diese Challenge habe ich gewonnen. Ich habe den jetzt 3-mal getroffen. Habe ich's? Ich hab's? Okay, Leute, das war der Safe-Sieg. Somit bin ich auf Level 22, habe ich Level 22 Level absolviert. Und ich habe einen Checkpoint, das war der Safe-Sieg. Da bekomme ich heute noch was Feines von dem Fafa. Das werdet ihr aber natürlich ebenfalls hier noch zu sehen bekommen. Aber nun muss ich auch mal weiter, weil um 12 wollte ich da sein. Wir haben es jetzt 11 und ja, ich würde sagen, weiter geht das. Hier angekommen beim MPS. Den Fafa, den habe ich auch schon gefunden. Wir warten jetzt noch auf Fofi und auf Sig. Ja, Fofi hat die Karten. Müssen wir noch warten, dass wir dann noch reinkommen mit ihm. Ne? Also, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es heute so ist. Es ist für mich das zweite Mal so gesehen. Auf dem MPS selbst war ich noch nie. Ich war letztes Jahr auf dem Mittelaltermarkt mit Fofi auch, aber das war nicht direkt das MPS. Ich habe euch vorhin erzählt, dass wir von Aldertown noch was offen haben. Und dass der liebe Fafa mir etwas mitgebracht hat. Und ja, das wird er mir jetzt feierlich übergeben. Ja, an dieser Stelle überreiche ich dir, Alan, feierlich den Aldertown Gaming Champion Pokal. Zu der gewonnenen Super Mario World Challenge. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen lieben Dank, Fafa. Oh, komm mal her, komm mal her. Herzlichen. Das ist er, Leute. Der Alderton Champion. Alderton Gaming Champion Pokal. Und Querformat Foffi. Danke. Ja, dieses schöne Ding wird dann den Platz erstmal zumindest in meinem Wohnzimmer einnehmen, solange bis jemand anderes eine weitere Challenge gewonnen hat. War dieses Zeichen jetzt gerade, dass die Kamera an ist? Ja. Oh, hallo, Ibims 1 Foffi. Lonza hat gesagt, ich muss das hier machen, der hat mich gezwungen. Auf Twitch bin ich unterwegs als Foffi-123. Ich gehöre zu Alderton Gaming, so wie der Lonze, der gerade die Kamera hält, und der Fafa, den ihr gesehen habt, und der Stick mit den Chicken Dreads. Und ja, hi. Ja, Sick Life, der kommt noch, den suchen wir jetzt gerade. Ich sehe den, nee, doch nicht, ein anderer Typ, der so aussieht. Achso, okay. Ja, dann ich halte euch weiter auf dem Laufenden. Oder was heißt auf dem Laufenden? Ich guck mal, was wir heute so Schönes hier finden. Hätte ich erwähnen sollen, dass ich verplant bin, oder hat man das gerade gemerkt? Hat man überhaupt nicht gemerkt. Ja, wir gehen mal weiter. Mal schauen, was hier so ist. Das ist ja mein Gewerks. Die Überwachung der Drachenausstellung. Durch hochfliegende Kamerandrohnen. Durch fest installierte Kamera. Hier ist übrigens ein Sick Life, der wollte sich noch drücken, aber jetzt haben wir ihn doch vor Kamera. Zwischenstand. Wir laufen jetzt hier seit gut 2 Stunden durch die Gegend und ja, es gefällt mir. Also es macht schon Spaß. Wie gesagt, für mich ist das ja hier relativ neu. Ja, wie ihr schon quasi seht, ich habe meine Kapuze auf. Wir alle haben hier quasi unsere Kapuze auf. Denn wenn ich dann einmal im Jahr rauskomme, dann regnet es natürlich. Jetzt gerade geht's, aber ja. Soweit aber mal kurzer Zwischenstand. Sei ruhig. Und, ich hab dich nicht gemeint, ich hab Sick gemeint, du Esel. Achso, okay. Ja, wir schauen weiter. Wir
Wir sind mittlerweile eigentlich quasi komplett rumgerannt überall, haben mega Hunger noch, aber alle Futterstände, da sind so dermaßen lange Schlangen vor, deswegen wir überlegen sind, quasi, wenn wir hier vom Gelände runter sind, dann nochmal essen zu gehen. Also ich auf jeden Fall, ich habe mega Hunger, wir haben alle mega Hunger. Und ja, was kann ich sagen? Also, genau das Fazit kommt nachher sowieso nochmal, weil ich dann noch zu Hause bin, ein ordentliches. Also ein Fazit für mich, ne? Aber ja, ist auf jeden Fall meine Erfahrung wert, ist mal ganz nett. Aber wie gesagt, dazu sage ich auf jeden Fall nachher noch mehr. Jetzt ein, zwei Stunden später circa. Wir sind jetzt, im wahrsten Sinne des Wortes sind wir durch. Ich war gerade jetzt noch, also Fofi ist sick und ich, wir waren jetzt gerade noch essen. Der liebe Fafa, der musste leider früher nach Hause, weil er ist halt auch Papa und hat natürlich auch noch auf sein Kind dann natürlich zu achten, ganz klar. Ne? Und dass die Kleine jetzt beim Regen, was wir heute die ganze Zeit hatten, nicht mitkommen konnte, ist auch klar. Und ist deswegen früher nach Hause gefahren. Wir sind jetzt durch mit dem Essen. Ich habe jetzt gerade den lieben Sick zum Bahnhof gebracht und mache mich jetzt auch auf dem Heimweg. Das heißt, ihr hört das nächste Mal davon, wenn ich zu Hause bin. Und dann gibt es, wie gesagt, gleich noch ein kleines Fazit, wie das MPS so für mich persönlich war. Gerade quasi in die Haustür reingekommen und bin wieder zu Hause, gesund und munter. Ein bisschen kaputt natürlich, war halt irgendwie eine längere Autofahrt auf jeden Fall. Und naja, wenn man da halt auch die ganze Zeit am Rumrennen ist, das macht einen dann auch irgendwann mal müde. Und letztendlich ist das Teleportieren noch nicht erfunden. Das heißt, ich muss natürlich auch wieder nach Hause fahren. Und ja, was kann ich nun zum heutigen Tag sagen? Also, erstens habe ich mich natürlich riesig gefreut, da das nicht so oft vorkommt, dass ich halt mal meine Kollegen Fafa, Fofi und Sick auch überhaupt so mal wieder gesehen habe von Person zu Person. Sonst geschieht das ja immer nur über Internet, über Discord oder so. Oder in den Streams halt eben. Das fand ich auf jeden Fall mega, da habe ich mich riesig drüber gefreut. Und ja, zum MPS selbst, ich muss sagen, das ist jetzt meine persönliche Meinung natürlich, es war ganz nett, das mitzuerleben auf jeden Fall. Also ich kann das halt jedem mal empfehlen, wenn wer noch nie da war, halt mal so ein MPS mitzumachen. Und ich persönlich fand aber, und manche andere meiner Leute da, Kollegen, sagen das auch jetzt, die mit mir letztes Jahr auf dem Wikingermarkt waren. Da war ich auf dem Wikingermarkt mit Fofi und Sig. Das ist da halt auf jeden Fall irgendwie, es hat mir Spaß gemacht. Es war halt irgendwie besser, es war ein bisschen beeindruckender. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, weil man das halt zum ersten Mal gesehen hat. Also überhaupt irgendwie sowas in der Art. Oder ob es einfach, ich weiß auch nicht. Ich kann nicht genau sagen, woran es liegt. Ich persönlich werde, weiß ich nicht, ich werde vielleicht nochmal auf den MPS gehen oder so. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich da jetzt jedes Jahr drum reißen werde. Ich muss da jetzt unbedingt hin. Für mich persönlich war der Wikingermarkt irgendwie einfach besser. Ich kann es nicht genau beschreiben. Es war auf jeden Fall größer als damals, als letztes Jahr der Wikingermarkt. Wesentlich größer sogar. Und es gab zigtausend Fressbuden. Und ich wollte mir eigentlich auch gerne zumindest so ein kleines Souvenir mitnehmen. Irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte dann so einen kleinen Kelch gedacht oder vielleicht auch so ein Schwert oder irgendwie sowas. Aber das sind halt wirklich echt Preise, die will man nicht unbedingt bezahlen. Also ich auf jeden Fall nicht. Ich möchte das nicht bezahlen, um mir zu sagen können, oh Mensch, ich habe da oben jetzt oder so ein schönes Schwertchen stehen oder so. Das muss nicht sein. Ich hatte mir auf dem Wikingermarkt letztes Jahr hier zum Beispiel diese Kette gekauft mit dieser Pfeilspitze. Die finde ich echt cool. Das finde ich sehr schick. Passt, finde ich persönlich, auch irgendwie so ein bisschen zu mir. Mag ich sehr gerne. Ihr seht auch im Hintergrund das Poster von Green Arrow. Also Pfeilschießen, Bogenschießen finde ich irgendwie mal nett. Und daher passt das auch mit der Pfeilspitze. Aber ja, das so. Und dafür habe ich, glaube ich, damals 20 Euro bezahlt. Nun muss ich natürlich aber auch sagen, wer nicht in dem Thema drin ist, was das ganze Handwerk angeht, was da alles gemacht werden muss, ne, der kann jetzt leicht reden natürlich.
Das ist bei mir nicht anders mit der Programmierung. Wer nicht weiß, wie viel Arbeit wirklich in diese Programmierung alles reingeht und wundert sich dann darüber, was so eine Webseite kosten kann, muss man halt auch von der Seite sehen. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass es da überteuert war. Kann ich mir nicht, das maße ich mir nicht an, das kann ich nicht beurteilen. Für mich persönlich, mir war es zu teuer. So, das kann ich ja durchaus sagen. Ich denke, damit trete ich niemanden auf die Füße, damit schade ich niemanden. Und ja. Aber dennoch muss ich trotzdem sagen, an alle, die noch nie auf einem MPS waren und sich auch so generell für Mittelalter und diesen Flair einfach total feiern, es ist auf jeden Fall ein Blick wert, guckt da gerne vorbei. Das ist auch nicht nur in Rastede, das ist halt ja überall in Deutschland mal. Das ist mal in Hamburg habe ich gesehen, war es jetzt, dann jetzt Rastede, wo ich war. Ich glaube, Köln ist es, glaube ich, auch, bin ich mir aber nicht sicher. Ich genieße jetzt noch meinen Abend hier. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video und wünsche euch jetzt ebenfalls einen schönen Tag, Abend, Mittag, wann auch immer ihr das gucken werdet. Und verabschiede mich und sag bis zum nächsten Mal, liebe Leute.